Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Parabies. Heute mit Türchen 21. Geil. Und das ist ein schönes Türchen, zumindest von der Farbe her. Mhm. Macht schon Lust, den zu trinken. Beim Einschenken habe ich schon ein bisschen geschnüffelt, muss ich gestehen. Heftig. Und das ist wirklich extrem süß und intensiv, finde ich. Süß ist es, ein bisschen fruchtig. Ich habe so Richtung Grapefruit, bisschen orange Grapefruit. Ich finde, das ist so eine außergewöhnliche Süße, so ein bisschen wie bei, das habe ich in Österreich gehabt, Quittengelee oder das Ganze im Strudel. Apfelstrudel ist es nicht, sondern das andere, Marille. Marille ist das Wort, was ich suche. Okay. Genau da bin ich. So eine Marmelade oder was? Ja, so ein Marillenknödel. Mhm. Okay, Knödel. Alles klar. Ich würde sagen, Slanche. Slanche. Okay. Okay. Ja, ist relativ eindeutig. Es ist Roggen mit drin im Spiel. Rye, was auch immer. Und ich bin gedanklich, also bei diesem Roggen, was hat man? Schärfe auf jeden Fall, aber nicht so krass. Bisschen Pfeffernoten. Ja, es hinterlässt so einen metallischen Geschmack auf der Zunge. Also im Abgang, finde ich, merkt man das. Also, ja, Metallern ist gut. Als wenn, ja, es kommt durch das Getreide halt. Aber als hätte irgendwie der Whisky da zu viel irgendwie so eine Metalldeibe oder sowas gesehen, ne? Es ist auch so, da spalten sich so ein bisschen die Meinungen. Ich sag mal, das kommt ja eher aus dem Amerikanischen. Aber die meisten, würde ich mal behaupten, die ich kenne zumindest, mögen es nicht so sehr. Also gerade im Vergleich zu einem Single Malt. Was man dazu sagen muss, ich meine, dass das jetzt nicht nur Roggen sein muss, sondern nur einen, ja, also kann natürlich auch sonst was Abgefahrenes sein, aber wenn es sich so nennen will, irgendwie über 50% oder sowas, könnte auch jetzt normaler Malt mit drin sein. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich gehe mal so ein bisschen, also die Süße ist halt da. Und daher vermute ich auch, ich finde, der Alkohol haut da jetzt auch nicht voll rein, weil ich war gedanklich als erstes, als ich es gerade im Mund hatte, gibt es so aktuell so ein paar unabhängige, interessante Abfüllungen, zum Beispiel auch aus dem nordischen Raum, da diese Dark Ray oder wie das heißt. Und da gibt es noch so ein Pardon zu. Oder ich weiß auch, hier Dänemark, wie heißen sie? Meinst du die relativ neuen? Storning. Ja. Die haben auch ein neues Release davon, weiß ich, ganz frisch. Aber dafür ist er zu rund. Das heißt, der ist nicht so jung. Also glaube ich, behaupte ich. Ich glaube, der hat ein bisschen Alter auf dem Buckel. Vielleicht war der auch im Octave. Also dann wäre es aber völlig verrückt, was der abliefert. Also Nase ist auf jeden Fall viel fruchtiger als der Geschmack. Ja, und ich finde den Abgang eben wirklich relativ scharf und fast schon ein bisschen unangenehm, langanhalten. Ich kann jetzt nicht zuordnen, ob das durch den Alkoholgehalt kommt oder eben durch diesen Ray-Anteil. Nimm ihn mal in deinen Mund. Naja, wirklich. Ja. Ein Stück. Und lass ihn mal im Mund. Spül mal ein bisschen. Es ist schon nicht so geil, oder? Also ich mag es nicht so. Nein, es ist... Ich kann das beim Bier vergleichen. Es ist wie als ob man auf der einen Seite Malzbier und auf der anderen Seite ein richtiges Bier. Ja, also ein Pilz. wenn man das eine immer trinkt, dann ist das andere ein Exot, den man einmal haben kann, aber nicht immer haben muss. Und genauso sehe ich es hier auch bei. Es gibt mir einfach nicht so viel. Also für mich ist das nicht so wie ein normaler Whisky, sondern eher wie ein anderes Getränk. Ja, bin ich bei dir. Es ist spannend. Diese süßen Noten, muss ich mich doch korrigieren, hat man auch im Mund schon krass. Und dann dieses Zusammenspiel mit diesem schwarzen Pfeffer irgendwie, so sage ich mal. Ah, das ist... Es ist nicht mein Fall. Also es hat irgendwie was Unangenehmes. Ja. Als wenn so eine... Die Bitterkeit. Es ist bitter, ja. Es ist gefühlt bitter. In dieser Kombi halt einfach. Also sonst, wenn man Zitrusaromen hat, sagt man mehr, es ist die Frucht. In diesem Fall wäre es mehr die Schale. Also bei allem, was wir so an Früchten genannt hatten, bei mir war es ja ganz stark die Quitte, bei dir war es ja, glaube ich, Grapefruits ungefähr. Ja.
Da ist es dann aber im Geruch wirklich die Frucht an sich, aber im Geschmack ist es Die wirklich einfach Schale, nur die ja. Schale, Das trifft's weil gut. es wirklich bitter ist und dann auch relativ scharf im Abgang. Trocken, scharf und mittellang, würde ich sagen, ne? Man hat schon was. Also doch, was auch wieder ein bisschen dafür spricht, dass er vielleicht ein bisschen Alter hat. Diese Ich lege mich Pfeffrigkeit. erstmal fest. Mach das mal. Ich sage, der ist 8 Jahre alt. Und ich sage im Alkoholgehalt, ich glaube, diese Schärfe kommt wirklich vom Getreide und nicht vom Ja, Alkohol. ja. Deshalb gebe ich dem maximal 47%. Fass ist halt spannend, ne? Ich glaube nicht. Also, komm. Anfängerfehler hoch 10. Ich nehme mir kurz, übernehme das Ja, Ruder. ja. Ne? Ja. Was hast du im Prozent gesagt nochmal? 47. Gut, dann gehe ich auf 48. Es ist ein Ex-Bourbon, natürlich, ganz klar. Region ist das Einzige, wo ich am Überlegen bin. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin in dem Genre jetzt nicht so fit. Es könnte was Amerikanisches sein, glaube ich aber nicht. Und deswegen nagel ich mich drauf fest auf die Speyside. Ich gehe volles Risiko. Nein, ist nicht volles Risiko, war ein Scherz. Aber könnte eigentlich überall sein. Ich kann es nicht einordnen. Ich sage aber Speyside, Ex-Bourbon ist relativ. Vanillig hat man schon mit drin, würde ich sagen. Fruchtig aber trotzdem, aber das kommt dann eher durch den Roggen, sage ich mal. Spannend. Und mir fehlt noch irgendwas. Das Alter. Ja. Du hattest 8 gesagt, ich gehe höher. Ich glaube, der ist älter. Ich sage 14 Jahre. Ich glaube, der kommt aus Amerika. Und ich sage bewusst Amerika, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass der aus Kanada vielleicht kommt. Okay. Spannend. Aber ich sage einfach mal Amerika, da habe ich mehr davon. Ansonsten Fass, Ex-Bourbon, hast du gesagt, ne? Hat schon ein bisschen Farbe dafür, ne? Das muss Ja, man auch sagen. ich glaube, das ist amerikanische Weißeiche. Ich sag's mal Ja, wieder. ist gut, gefällt mir, mach das. Ja. Nee, ich bin gerade eher am Überlegen, ob man nicht irgendwie so Sherry ein oder Schuss sowas? Portwein da mit rein zimmert. Aber ich bleibe jetzt einfach bei Ex-Bourbon, komm. Und ja, wollen wir zur Benotung was sagen? Willst du, soll ich? Ich fange mal an. In der Nase gefällt er mir am besten. Da gebe ich ihm eine 76. Im Geschmack geht das leider runter auf eine 74. Und im Abgang bin ich leider bei einer 72. Spannend. Also von hinten nach vorne sehe ich es ein bisschen anders. Abgang finde ich okay. Geschmack finde ich eher schlecht. Und Nase finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Und deswegen bin ich da aber ähnlich unterwegs. Abgang bin ich nicht ganz so hart, gibt es 78. Geschmack bin ich dabei, ist eher so, ist nicht mein Fall einfach. Es gibt Leute, die mögen es, aber für mich ist eine 72 so die Ecke. Und Nase war fruchtig, interessant, hat mich auch gar nicht so direkt erst dahin geführt zu Rye oder Ray oder wie auch immer. Und deswegen gebe ich ihm dann 79 und ja, Feierabend. Wäre es natürlich aufregend, wenn es ein ganz normaler Ja, das wäre ein Single richtiger Fail. Malt Das wäre ein richtiger wäre. Jetzt Fail. bin ich mal gespannt. Ja, kommen wir mal zur Auflösung. Ja, Gott sei Dank, Mann, Gott sei Dank. ey. Ne, hier sieht man es, wir blenden es ein. Es ist ein Ray, das ist gut. Straight Whiskey, Bottle Number Badge, bla bla bla. The Nine Springs, ach du grüne Neune. Germany, Germany. finally. Ja, danke Heiner für den deutschen Whisky, den haben wir natürlich vermisst. Spannend. Nine Springs, da wollten wir eigentlich dieses Jahr hin, Kleiner Hype, aber ne? kleiner Hype, genau. Nein, aber die haben wohl sehr, sehr guten Whisky Ja. schon inzwischen. Das ist ja so die Burg Scharfenstein. Da kann man auch gut übernachten und dann kann man so ein Event draus machen. Aber leider Corona macht hier und da ja mal einen Strich durch die eine oder andere Rechnung. Werden wir uns aber auf jeden Fall nochmal in Persona angucken. Ich lese mal vor oder gucken wir nochmal ganz kurz. Alkoholgehalt 46, du hattest 47. da warst du näher Perfekt. dran, genau. Und Germany, gut, okay, fail. Was kommen wir vielleicht gleich zu? Gehen wir mal in den Text, den Heiner hier mitgeschickt hat. Tag 21. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Da machen wir doch mal einen Abstecher in den Harz. In Thüringen, genau am Eisfeld auf der Burg Scharfenstein, befindet sich eine Brennerei, die zu einer Brauerei namens Neun Springe gehört. Ein Liter
Anglizismus und schon hat man 2013 die Whisky-Marke Nine Springs geschaffen. Nach einem zufälligen Besuch dort mit Freunden 2018 war ich echt begeistert von der Qualität, die leider in der deutschen Whisky-Landschaft nicht selbstverständlich ist, und bin deren Kunde geworden. Wir präsentieren heute ein 100% Rye Whisky, also Roggen, und zwar bereits das zweite Batch. Der Duft explodiert förmlich mit Vanille und Honig. Ja, Honig ist gut. Haselnüsse und Mandel poppen auf und ein Hauch von Erkältungsbrustsalbe. Weich mit 46% und sehr süß erinnert er an verwandten Bourbon-Aromen, aber irgendwie besser. Ich schmecke Marillenlikör und eine Honigstulle mit, es gibt fast einen Extrapunkt, würde ich sagen. Ey. Also gibt's nicht natürlich, aber nicht schlecht. Und eine Honigstulle mit Salz. Ein herber Zug fällt noch auf und geht in den Abgang, wo die Süße einen Schritt zurück macht. Nüsse und Bourbon-Noten sind präsent, begleitet von Zitrusnoten und Menthol, welches am längsten bleibt. Mein Kollege und ich waren uns hier einig, dass wir noch keinen besseren Roggenwhisky hatten. Base Number noch nicht eingepflegt. Ja, wenn wir so das jetzt gerade hören, deutscher Roggenwhisky, was gibt es da noch, wo ich gerade drüber rede, gibt es ja Stork relativ präsent, muss ich auch sagen, da ist der halt irgendwie schon deutlich fruchtiger und hebt sich da ein bisschen ab von. Aber es ist nicht der beste Roggenwhisky, den ich hatte, denn wir hatten schon mal einen 52-Jährigen im Glas, der war natürlich fein. Also, was war das denn für einer? Auf jeden Fall bei Adlerhoch. Ich komme gar nicht drauf. Schöne Kulisse. Aber der war halt einfach smooth, der war natürlich, der war wirklich fein. Also natürlich trotzdem Roggen, hat man geschmeckt, war kein Single Malt in dem Vergleich so. Aber das war natürlich brutal. Aber ich würde sagen, es ist der zweitbeste Roggenwhisky, den ich hatte. Den Platz hat er sich verdient, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist trotzdem nicht mein Favorite. Ich würde es mir nicht in den Schrank stellen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, wenn man die Wahl hat, so ein Experiment mal mitzunehmen, auf jeden Fall. Aber es hat eben einen Grund, warum man eigentlich Single Malt immer nimmt. Ja, also, na gut, der eine oder andere mag es, ne? Aber ja, ist ja auch in Ordnung. Echt Geschmackssache. Ja. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.